Hey, Murray! Ich bin sein Freund Randall. Komm schon, wir haben uns gerade erst getroffen. Hat keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass ich seine Aufmerksamkeit von hier bekomme. Mein Ziel? Metz Bude. Wenn es mal so einfach wäre. Nur einfach rübersteigen, würde ich sagen, ne? Alles klar, dann würde ich sagen, holen wir uns... wo ist die U-Bahn-Station? Wie komme ich zur U-Bahn? Ah, okay. Dann würde ich sagen, ab zum Els Shop und wir holen uns eine neue Gasflasche oder so. Verdammt, jetzt habe ich den Spruch nicht gelesen. Verdammt. Hier. Erstmal sollte ich ihm die Quittung zeigen. Ah, ja gut, das macht... Ja, doch. Das ist sinnvoll. Entschuldige mal. Kann ich dich mal kurz sprechen? Hab grad Kundschaft. Ich komm gleich zu dir. Schon okay, ich wollte eh nur... Er sagte gerade, du sollst warten. Pass auf, dass er es nicht nochmal sagen muss. Weil sonst sag ich's dir nochmal. Oh, keine Sorge, nicht nötig. Du kannst also den Deal mit dem Rift klar machen. Na sicher. Pünktlich, du bist zu klein. Und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los, wenn ich's noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Du hast noch viel Zeit. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Oh, ist so klein? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Erstmal mit Mel reden, damit es keine Missverständnisse gibt. Erstmal mit Mel. Kann ich nicht irgendwie... Also den Deal mit dem Riffs klar machen? Na sicher. Pünktlich und zu einem sehr guten Preis. Schade. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Nö, der hört mir nicht zu, bis er fertig mit Reden ist. Du hast noch viel Zeit. Die kann ich nicht einfach nehmen, da wird Mel sauer. Und mir ist gerade nicht nach einer Abreise. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Okay. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Mann. Okay, ich will irgendwie diese Uhr betätigen. Na sicher. Pünktlich nicht, und zu einem Amigo, sehr der guten ist total Preis. Vertrocknet. Oh. Ich sollte allerdings los, wenn ich es noch schaffen will. Wie spät ist es? Keine Ahnung, aber entspann dich. Ein paar Teile What? Sind nicht da, wo sie hingehören. Eine Feder? Und eine Mutter. Was ist mit der Konkurrenz? Ist alles noch unter Kontrolle? Oh, die Turnbulls, die Orphans und die Furies werden stillhalten. Und ich glaube nicht, dass die Lassies Probleme machen. Ziehen wir das Ding auf. Lol. Okay, es ist Zeit. Die Lieferung kommt bald an. Ich gehe besser. Bis dann, Mel. Lol. Quittung. Hi, Mel. Hey, Randall? Randall, klar. Wie kann ich dir helfen? Hast du noch mehr Ringe für mich? Eigentlich bin ich dieses Mal für jemand anders hier. Okay, dann schieß mal los. Ich weiß den Namen von dem Typen eigentlich nicht. Ist dieser Hotdog-Verkäufer, den ich gerade erst kennengelernt habe. Aber du weißt ja, ich bin einfach ein guter Samariter. Aber egal, red weiter. Ja, also der Typ war hier, um eine neue Gasflasche zu kaufen. Aber wie sich rausstellte, war die du ihm verkauft hast, leer. Echt? Hast du eine Quittung? Klar habe ich die. Was denkst du denn, was ich für einer bin? Jemand, der Sachen verlangt, ohne überhaupt eine Quittung zu haben? Würde mich jetzt nicht überraschen. Hier, das ist sie. Okay, Mann. Weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich werde sie heute vorm Dichtmachen auffüllen. Du kannst die da neben der Uhr haben, die ist voll. Danke. Das ist sehr freundlich. Okay. Ich lasse die leere Flasche einfach hier. Jo. Kann ich noch mit... Bewegt sich nicht. Eine kleine Kanone, die aus der Uhr rausschaut. Niedlich. Okay, ich warte mal eben, bis sie... wieder rauskommt. Vielleicht. Irgendwann. Dann kann ich nichts machen. Oh, okay. Gut, dann nicht. Bringen wir die Gasflasche mal zu dem Typen.
Metzwohnung. Gasflasche? Hotdog-Verkäufer. Danke, Junge. Alter, ich hoffe, deine Hotdogs sind vom Feinsten. War echt ein Kunststück, deine Gasflasche zu bekommen. Und ich habe einen echt wichtigen Anruf verpasst. Klappe zu und sieh dir das an. Schau mal, wie dem Trottelkopf die Nase vom Geruch heißer Würstchen zuckt. Muss was Angeborenes sein. Reiner Instinkt. Ja, sehen wir, kommt schon rüber. Wie von Zauberhand. Naja, hier als kleines Dankeschön ein Hotdog mit allem drauf. Und jetzt muss ich an die Arbeit. Geil. Mein Gefühl sagt mir, dass dieses Exemplar sich schon bald auf meinen Laden stürzt. Ich muss mich vorbereiten. Ein Hotdog mit allem. Schön. Ja, man sieht sich. Oh mein Gott, Mary. Ich bin so froh, dass Sie hier das Sagen haben. Ich muss da rein, wissen Sie? Also entschuldigen Sie mich bitte. Sorry, Junge. Ich bin nicht blöd. Sicher? Ist wohl nicht dein Glückstag. Wir können nicht einfach irgendwelche Leute von der Straße da reinlassen. Verdammt, ich bin nicht irgendwer. Ich bin Ihr Freund, Randall. Was ist nur mit Ihnen passiert? Sie waren mal so cool. Naja, ich... Mary, mal echt, wir können nicht einfach ignorieren, was da in diesem feuchten Keller passiert ist. Da war etwas und mehr als nur Worte. Sie waren sogar mit ihrem Knüppel an mir dran. Und jetzt müssen wir so tun, als sei das nie passiert, okay? Wir müssen unser Leben... Dieser feuchte Keller war mein Büro, du Spinner! Und ich habe den Verdacht, dass seine völlige Zerstörung deine Schuld ist. Nee. Wissen Sie was? Ich versuche mal umgekehrt in Psychologie. Ich will da nicht rein. Mary, wagen Sie es ja nicht, mich da reinzulassen. Ich will nicht. Und was war das vorhin, Mary? Vor ein paar Stunden wollten Sie noch alles über mich wissen und jetzt, ganz plötzlich, interessiert Sie das alles nicht mehr. Was ist denn los mit Ihnen? Das verletzt mich, Mary. Ich dachte, wir zwei hätten diese besondere Verbindung, aber jetzt begreife ich, dass Sie mich die ganze Zeit nur verarscht haben. Das verletzt mich, Mary. Ich dachte, wir zwei hätten diese besondere Verbindung, aber jetzt begreife ich, dass Sie mich die ganze Zeit nur verarscht haben. Die einzige besondere Verbindung, die ich habe, ist die zu meinem Grill, einer kalten Limo und einer Handvoll deutscher Würstchen. Ah, kann mir gut vorstellen, was für Würstchen Sie meinen. Was? Nein, ich meinte... Ja, schon klar, deutsche Würstchen. Keine Sorge, Mary, ich urteile nicht. Verschwinde! Und was war das vorhin, Mary? Vor ein paar Stunden wollten Sie noch alles über mich wissen und jetzt, ganz plötzlich, interessiert Sie das alles nicht mehr? Was ist nur mit Ihnen los? Ich habe doch nur einen Bericht geschrieben. Dafür musste ich alles über dich wissen. Gott, ey, das ist ja wohl die lahmste Ausrede aller Zeiten. Ein 15-jähriges Mädchen könnte besser flirten als Sie. Wissen Sie was? Ich versuch's mal mit umgekehrter Psychologie. Ich will nicht da rein, Mary. Wagen Sie es ja nicht, mich da reinzulassen. Ich will nicht. Ja, fast hätte es geklappt, Junge. Schade, dass du vorher mit dir selbst geredet hast. Ah, scheiße. Das war eigentlich für meinen Kumpel hinter der vierten Mauer gedacht. Ignoriere diese Mauer einfach und verzieh dich von hier. Bitte, Officer Mary, ein guter Freund von mir ist da drin und er ist in Schwierigkeiten. Und ich weiß, ich habe hier keinen herzlosen Bastard in einer Uniform vor mir. Wie wäre es mit diesem schönen Geldbündel für einen kleinen Schritt zur Seite? Du bist nur in der Lage, mich mit Respekt zu behandeln, wenn du mich bestichst. Du bist jämmerlich, Randall Hicks. Ich wusste, dass Sie meinen ganzen Namen kennen. Ich habe dieses gewisse Funkeln in Ihren Augen gesehen, als ich ihn zum ersten Mal sagte. Beim ersten Mal sagtest du, dein Name sei Lee Harvey Oswald. Okay, Sie haben dasselbe Gesicht gemacht. Das war's. Ich verschwende keine Zeit mehr mit dir, Junge. Sie machen Schluss mit mir? Was? Ich wollte nur rein, weil ich lustige Brownies für alle dabei habe. Was soll's? Sie machen Schluss mit mir? Da drin gehen ernste Dinge vor, Junge. Das ist kein Spaß. Also tu dem Gesetz einen Gefallen und geh einfach nach Haus. Okay, ich werd auch mal halbwegs ernst und frag, was da eigentlich vorgeht. Ich kann nicht über Details reden, aber soweit ich weiß, ereignete sich der Vorfall in Matthew Griffins Wohnung. Das ist er. Das ist mein Freund Matt. Was zur Hölle ist passiert? Ich weiß selber nicht genau, aber ich kann nur Leute reinlassen, die ihm nahestehen. So, wie Verwandte. Ich bin sein bester Freund. Seine Freundin hat mich eben erst angerufen, damit ich herkomme. Ich weiß nicht, Junge. Du hast meine Gefühle verletzt, weißt du? Oh. Und wenn man alle relevanten Fakten bedenkt, kann ich dir einfach nicht vertrauen. Also, nein. Du kommst da nicht rein.
Ich glaube dir nicht. Mach, dass du weg bist. Mary, wie schon ein großer Österreicher einst sagte, ich komme wieder. Der Gedanke an einen muskulösen Österreicher hat sich schon etwas heiß gemacht, was, Mary? Kommen Sie, geben Sie es zu. Verschwinde, verdammt nochmal. Hau ab. Das ist ein Befehl. Ich will dein Gesicht nie wiedersehen. Okay, von mir aus. Herrgott nochmal, wenn ich doch nur ein Telefon im Inventar hätte, dann könnte ich Sally anrufen. Aber nein, es ist nur ein Stilmittel. Das klingelt, wann immer das Schicksal das entscheidet. Das ist scheiße. In diesem blöden Spiel kann man nur Anrufe annehmen. Ja, gewöhn dich dran, Randall. Wobei, ist eigentlich auch egal. Ich habe sowieso kein Guthaben mehr. Ich habe das Ding seit Jahren nicht mehr aufgeladen. Wahrscheinlich gebe ich einfach gern Videospielen die Schuld an allem. Ich muss da einen Weg reinfinden. Und warum rede ich schon wieder mit dem Blödmann hinter der vierten Wand? Hau ab, geh weg, du zerstörst mein Leben. Dann wiederum, durch dich habe ich eine unverschämte Summe Geld bekommen. Ach, zur Hölle, mein Leben ist plötzlich ein Abenteuer. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich gerade meinen Job verloren habe. What? Das Geld lindert allerdings den Schmerz. Hey, warte mal. Okay, du kriegst noch eine Chance, aber diesmal verbock's nicht. Was? Wie geil, Alter. Spinne ich oder ist das Matthew Griffins Brieftasche? Zeig mal her. Wo hast du die gefunden? Ja, müssen wir hören, in der Befehlskette steht. Er hat sie mir letzte Nacht anvertraut. Wie gesagt, ich bin sein bester Freund. Das reicht mir. Geh rein und sprich mit Sergeant Kramer. Der wird dich dazu befragen. Habe ich Schwierigkeiten, weil ich mit einem Irren befreundet bin? Das ist reine Routine. Genau wie das Gespräch in meinem Büro. Was? Wollen Sie damit sagen, Sie wollten sich gar nicht an mich ranmachen? Wen wollen Sie davon überzeugen, Mary? Mich oder Sie selbst? Lass mich einfach in Ruhe. Alles klar. Könnten jetzt... Okay, wir können nur Aufzug, Tür, Feuerlöscher, Klingel. Metzbude. Funktionierender Fahrstuhl. Reichlich ungewöhnlich. Jetzt nicht. Ist zu, glaube ich. Verschlossen. Klingel? Nichts löscht Feuer besser. Außer Gegenfeuer. Alles klar, der passt einfach so in seine ne Jacke. Die Klingel. Hast du sowas noch nie gesehen, oder was? Ich habe hier noch nie angeklopft und ich fange jetzt ganz bestimmt nicht damit an. Hey, hat jemand die Ghostbusters gerufen? Oh Gott. Randall, da bist du ja. Was zur Hölle ist los? Wo ist Matt? Er ist bei den Cops in der Küche. Und was genau will die Polizei hier? Was glaubst du? Er hat's diesmal wirklich verbockt. Was für ein Arsch. Ich rede nie wieder mit ihm. Okay. Ist es noch schlimmer als damals, 2003, als er den legendären Messerkampf zwischen Schimpansen und Orang-Utans organisiert hat? Absolut. Echt? Vergiss nicht, dass einer der Affen die Typen von der Küstenwache gebissen hat und die dann alle Röteln bekommen haben. Wenigstens sah es aus wie Röteln. Randall, dieses Mal hat Matt es wirklich geschafft, dass ich unsere Beziehung ernsthaft in Frage stelle. Okay. Willst du damit sagen, das hier ist noch größer als damals, als er das größte Kotzomelett der Welt gemacht hat? Naja, er hätte schwören können, die Sache wäre für seinen Grabstein gewesen. Aber dieses Mal, es gibt keine Worte für... keine Worte. Er hat's also wirklich getan? Er hat seinen Plan verwirklicht und ein echtes Lebewesen in seinen Kühlomatic 9000 gesteckt? Noch nicht. Aber ich habe dauernd diese Albträume, in denen ich den Kühlschrank aufmache und er steht drin in Kryostase mit einem Zettel dran, auf dem steht, ich will eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Ja, das klingt nach ihm. Und ich hab's so satt. Ich will sowas nicht den Rest meines Lebens ertragen müssen. Naja, ist ja nicht ganz so lang, sondern nur bis er sich einfriert. Diese Maschinen-Zukunftssache ist wirklich ein großes Ding für ihn. Und damit meine ich wirklich jede Zukunft. Die, wo Maschinen Menschen als Batterien missbrauchen, die, wo man aus Menschen Soylent Green macht, die, wo Leute als Laborratten benutzt werden, du weißt schon, mit Portalen, Würfeln und Knüpfen und... Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich bin ein guter Mensch, ich habe das nicht verdient. Warum gehst du nicht einfach in die Küche und schaust dir sein Meisterwerk an? Ich muss über eine Menge nachdenken. Okay.
Bist du okay? Möchtest du vielleicht ein Teleskop-Entenbügel? Vielleicht heitert er dich auf. Geh einfach in die Küche. Ich glaube, Matt braucht jetzt einen Freund und das mehr denn je. Dieses Sofa hat schon viel erlebt. Aber kümmern wir uns um Zukünftiges, nicht um die Vergangenheit. Passt gerade zeitlich nicht so. Ach, warum denn nicht? Das ist Sally. Auch ziemlich fotogen. Kein Interesse. Sally sieht heute nicht gerade fröhlich aus. Ich lasse sie besser allein. Sie wurde ja gegen Ende echt emotional. Okay. Dazu fällt mir nur eins ein. Das gehört Matt. Das bleibt hier. Ein Spiegel. Ich sehe jeden Tag besser aus. Und das ist ein Fakt. Ich bin zwar nicht abergläubisch, aber ich will den Spiegel trotzdem nicht zerbrechen. Legendär. Wird mir jetzt auch Spaß machen, aber ich habe keine Zeit. Dieser Matt hat echt Sinn für Wandverschönerungen. So exklusiv sind die nun auch wieder nicht. Dieser Matt hat so exklusiv... Ist das ein Walking Dead Poster? Dieser Matt so ex... Eins ist sicher, Matt hat echten Sinn für Inneneinrichtung. Ich fass Matts Bilder nicht an. Eins ist... Okay, das sagt er wahrscheinlich bei jedem Bild. Hier kann ich auch noch rüber. Ist das ein... Die Straße. Na und? Ich bin kein Stecher auf der Flucht, obwohl das schon eine Fantasie von mir wäre. Regale. Mein lieber Begleiter Kubus. Oh, was? Was wir alles gemeinsam erlebt haben. Ein Begleiter Kubus. Ich nehme den Kubus nicht mit, der hat genug gelitten. Oh. Mann. Matt hat echt Geschmack. Ich sollte hier keine Unordnung machen. Sally wird sonst sauer. Ja, okay. Aber in die Küche. Was geht hier verfickt nochmal vor? Und wer zur Hölle bist du? Man nennt mich einfach Randall. Ich finde Hulk zwar besser, aber naja. Schau an, wen haben wir da? Einen Vollidioten, der sich für clever hält? Findest du dich etwa witzig? Ja. Nicht so lustig, wenn ich in der linken Hand, aber das Leben trotzdem lieber von der Sonnenseite. Hakuna Matata, mein Freund, Hakuna Matata. Naja, nicht so lustig, wie ein Sportler eine karrierebeendende Verletzung erleiden zu sehen, aber ich sehe das Leben trotzdem lieber von der Sonnenseite. Hakuna Matata, mein Freund. Hakuna Matata. Schätze, Officer Murray hat dich hergeschickt, weil er dachte, du könntest eine Hilfe sein. Jetzt pass mal auf. Mhm. Nur weil du irgendwie um diesen inkompetenten Barbecue-Liebhaber rumgewieselt bist, heißt das nicht, dass du dasselbe mit mir machen kannst. Du wirst meine Fragen beantworten oder ich brächte die Nase und sag einfach, du wurdest tätlich. Und ja, ich bin einer von diesen Cops. Kommen Sie, Sergeant Kramer. Lassen Sie den Jungen in Ruhe. Kümmere dich um deinen Scheiß, Ned. Fotos und Fingerabdrücke. Ich kümmere mich um diesen Punk. Und der wundert sich, wieso wir ihn nie anrufen, wenn alle was trinken gehen. Fick dich, Ned. Als wenn ich Bock auf eure scheiß Mädchenpartys hätte, wo ihr Duftkerzen aus dem Bodyshop anmacht und euch gegenseitig die Intimzone enthaart, während ihr rumkichert und euch gegenseitig eure intimsten Geheimnisse anvertraut. Oh, alles klar. Jetzt versuchen Sie also der Spaßvogel zu sein, aber ich schätze, das Ding im Ofen ist die Leiche meines Freundes. Und trotzdem ist das, was ich gerade viel verstörender finde, die Tatsache, dass Sie so viel darüber wissen, was auf Pyjama-Partys abgeht. Hör genau zu, du Made. Du erzählst mir jetzt besser, wer du bist und was du hier machst. Oder du verbringst die Nacht in einer Zelle, wo du den schönen neuen Namen Susan bekommst. Deine Entscheidung. Ich bin Randall Hicks und das hier ist die Bude von meinem besten Freund. Ich bin hier, weil seine Freundin mich angerufen hat. Meine Lieblingsfarbe ist Orange, ich mag Frühlingsrollen und Regentage. Ich hasse Erbsen und Filme, die andere Filme kopieren. Und wenn ich eine Schildkröte finde, die auf dem Rücken in der Wüste liegt, würde ich sie wahrscheinlich essen, weil ich sicher hungrig vom vielen Wandern durch die Dünen bin. Zufrieden? Check dein Void-Kampf, Kumpel. Ist alles wahr? Sie sind also Matt Griffins bester Freund, Mr. Hicks. Ist das Ihre endgültige Antwort? Ich frage nur, weil Mr. Griffin Sie in seinem Abschiedsbrief erwähnt hat. Damit ist es also offiziell? Die Leiche da ist Matt?
Seine Freundin hat die Leiche identifiziert. Sally? Aber sie hat mich doch angerufen. Ich habe doch mit ihr geredet und sie hat nie was von Tod gesagt. Das Mädchen ist ziemlich durch den Wind. Sie weigert sich zu akzeptieren, dass ihr Freund tot ist. Das nennt man auch die Phase des Leugnens. Das weiß ich selber, Ned. Ist trotzdem das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie ein Mädchen die Leiche ihres Freundes anschreit und ihm sagt, er soll die Sauerei selber wegmachen. Wenn ihr zwei mit Plaudern fertig seid, mach ich mal weiter mit der Befragung des Verdächtigen. Wow, 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 Verdächtiger? Sie sagten doch gerade, es gab einen Abschiedsbrief. Ja, den gibt es. Aber um ehrlich zu sein, stehen Sie da in keinem guten Licht, Mr. Hicks. Ah, was genau steht denn drin? Sie würden wohl echt gern wissen, was Ihr bester Freund da über Sie geschrieben hat, was? Jo. Einfach um zu wissen, ob es Sie belastet oder nicht, hm? Jo. Hören Sie, Kumpel, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich war den ganzen Tag auf Arbeit. Und womit verdienen Sie Ihr Geld, Kumpel? Ich bin Kurier für Amazon Express. Wobei... Das kam jetzt etwas zögerlich, Söhnchen. Wird Amazon dein Alibi denn bestätigen? Ehrlich gesagt wurde ich heute Morgen gefeuert. Er hat mich halt rausgeworfen, aber das hatte hiermit nichts zu tun. Na sowas. Aus der Traum von den schönen Lederstiefeln mit den Fransen und Nieten. Hey, woher wissen Sie das? Na los, Schätzchen, raus damit. Was hast du getan, nachdem er dich gefeuert hat? Ich hab versucht, einen neuen Job zu finden. Ach ja? Wo? Naja,